Wenn zum Saisonstart die Schiffe der Wolfgangseeschifffahrt wieder in See stechen, dann hat sich so einiges getan. Ein Refitting bei der MS Österreich und Probleme bei der MS Wolfgang Amadeus machten eine Revision nötig, dazu allerdings noch etwas später. Die MS Österreich wurde 1984 gebaut und nach ca. 25 Jahren, sagt man, soll man ein Refitting bei einem Schiff machen. Bis 1. Jänner war das Schiff noch durch die Advent- und Weihnachtsschifffahrt im Einsatz. Danach wurde es von einigen Mitarbeitern in St. Wolfgang zerlegt. Schon vor 2 Jahren hat man mit dem Neuausbau schrittweise begonnen und derzeit ist die 3. und letzte Ausbaustufe dran. Ja, das Refitting hat 3 Ausbaustufen, wobei 2 bereits abgeschlossen sind. Das war ein neuer Aufbau am Oberdeck mit einer Möglichkeit, die Fahrgäste im Trockenen zu befördern. Der zweite Teil waren neue WC-Anlagen, die behindertengerecht ausgeführt worden sind. Und jetzt der 3. Teil, das ist jetzt der große Teil mit einer neuen Innenausbau, sprich neuer Verkleidung, neue Böden, neue Decke. Dieser neue Innenausbau sollte auf jeden Fall eine Aufwertung des Schiffes sein. Wie das Schiff dann unter Deck aussieht, das verraten wir Ihnen noch etwas später. Die Zeiten ändern sich, die Bedürfnisse der Fahrgäste ändern sich und wir wollen dem auch Rechnung tragen. Und deswegen wird dieses Schiff auch auf den neuesten Stand der Technik und der Qualität gebracht. Das zweite Schiff, das derzeit in Revision ist, ist die MS Wolfgang Amadeus. Dieses Schiff steht derzeit im Trockendock in St. Wolfgang. So, wir gehen jetzt da in den Maschinenraum von Wolfgang Amadeus, von unserem Motorschiff. Wir haben ja da im Advent, am vorletzten Adventwochenende einen Totalausfall der Steuerung gehabt, was uns natürlich vor Riesenprobleme gestellt hat. Auf der einen Seite ist da der Wolfgangsee Advent voll im Gange. Die große Herausforderung war, wir haben dieses Schiff nicht mehr zur Verfügung gehabt. Es hat natürlich zu längeren Wartezeiten für unsere Fahrgäste ist es da gekommen. Und wir haben das irgendwie so recht und schlecht über die Bühne gebracht. Da sieht man jetzt den Brunnenschacht. So ein Brunnenschacht-Einbau von einem Antrieb hat den Vorteil, dass man das Schiff nicht unbedingt aus dem Wasser herausziehen muss, auf die Slipanlage stellen muss, sondern kann das Schiff im Wasser lassen und mit einem Kran den Antrieb herausheben. Wir haben aber jetzt trotzdem das Schiff heraus im Trockendock. Wir haben gleichzeitig andere Sachen, Wartungsarbeiten am Unterschiff, am Unterwasserschiff vorgenommen, Anstrich geprüft und so weiter. Das sind aber nicht die einzigen Arbeiten am Schiff, auch das Unterschiff wurde kontrolliert und bearbeitet. Die Muscheln am Schiff sind hier nicht das einzige Problem, das auftauchen kann. Gleichzeitig, wenn so ein Schiff aus dem Wasser ist, überprüft man den Rumpf auf Beschädigungen, ob es irgendwo mal aufgefahren worden ist und so weiter, ob man gegen einen Gegenstand. Es gibt ja sehr viel Treibholz im See, speziell nach großen Gewittern, ob nicht dadurch das irgendwas beschädigt worden ist. Derzeit ist der Antrieb der MS Amadeus zur Reparatur in der Werkstätte der Schafbergbahn. Dort werden derzeit auch noch die letzten Arbeiten vorgenommen. Das ist jetzt das Gegenstück, was wir vorhin am Schiff gesehen haben. Das wird von oben mit einem Kran eingebaut. Grund des Ausfalls war, wie wir dann nach dem Zerlegen festgestellt haben, ein Bruch vom Tellerrad, von einem Zahn. So, jetzt aber wieder zum Innenausbau der MS Österreich. Jetzt sind wir aber gespannt, wie das Schiff in Zukunft aussehen wird. Ja, wie soll es ausschauen? Wir wissen, wie es ausschauen wird. Wir hoffen, dass es dann auch so ausschaut, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Aber natürlich für unsere Fahrgäste wollen wir nicht allzu viel verraten. Na dann freuen wir uns auf die neue Saison am Wolfgangsee. Wir starten am 30. März mit der Frühjahrsschifffahrt.